Meine Damen und Herren, wir bieten einen neuen Service bei den Traumtänzern. Wir sind im Internet, wir haben eine Homepage. Sie kennen das ja, www.http/de und so weiter und so fort. Und unser Mann hier im Internet ist Herr Thielke. Er ist der Fachmann praktisch. Und Internet, das ist ein großer Begriff. Viele Leute haben da noch Ängste, haben noch Vorbehalte. Andere Leute gehen schon ganz selbstverständlich damit um. Wie gesagt, Herr Thielke, Sie können als Fachmann sicherlich einige Zweifel der Menschen auch zerstreuen. Um es als Frage zu formulieren, Internet, was ist das? Ein Internet ist beispielsweise der Weg, wie man, wenn man angenommen oder anders gesagt, nehmen wir einmal an, jemand kommt oder jemand geht, jemand, das muss auch gar nicht jemand, das kann auch jemand anders sein. Irgendjemand möchte oder ist schwer zu beschreiben. Ja, ist schwer zu beschreiben. So kann man es vielleicht am besten ausdrücken. Herr Thielke, vielleicht können wir das mal gemeinsam entwickeln. Also Internet heißt, dass ein PC-Besitzer über Datenautobahnen auf der Autobahn mit anderen PC-Besitzern kommuniziert. Ja, das E-Mails verschickt er, E-Mails kann man empfangen. Man kann zum Beispiel auch Daten vom anderen Ende der Erde auf seinen PC nach Hause holen. Ja, das habe ich ja gemeint damit vorhin. Gut. Also ich meine, es gibt ja nur unendlich viele Möglichkeiten. Es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten. Auch unendlich viele Fachbegriffe. Viele Fachbegriffe. Nur kurz, Suchwort eingeben, beispielsweise über die Gebührenerhebung von Erhöhung von Standardbriefsendungen in der Bundesrepublik Deutschland. Und schon erfährt man in Windeseile und das weltweit, auf der ganzen Welt. Also endlich haben 1 Milliarde Chinesen die Möglichkeit, sich über Änderungen in unserem Briefwarenvertriebssystem zu informieren. Die waren ja bisher völlig ahnungslos. Nun gibt es ja viele Möglichkeiten im Internet. Also eine ist natürlich, Informationen über die Post zu holen, aber da wir ja nun heute hier im Theater sind, im Varieté... Oder über Fische. Fische? Zierfische. Faunfeder, Wanderwels, Zwergkarauschen, die sind ja alle, die haben ja alle ihre eigene Homepage. Wenn jetzt beispielsweise ein Mensch auf einem anderen Erdteil, beispielsweise ein Bürger der Mongolei, auf der Suche ist nach einem ausgewachsenen Zwergzahnkarpfen, nur kurz Suchwort eingegeben und vielleicht wird er fündig in Frankreich oder Grönland, das ist ja weltweit, auf der ganzen, also für Fische ist das Internet ein einziger Segen. Nun gibt es ja also Möglichkeiten, weltweit zu kommunizieren. Es gibt aber auch ganz normale Dinge, die man aus dem Internet nehmen kann. Beispiel Busfahrpläne, Museumsöffnungszeiten, Flugpläne. Oder Sie können Informationen abrufen über veränderte Wohnraumsituationen. Wenn ich Internet hätte, dann hätte ich noch vor meinem Umzug die genauen Maßstabstabellen und Grundrisszeichnungen der neuen Wohnung in den PC eingegeben. Und dann hätte man leicht rausgekriegt, ob es vielleicht weltweit was Vergleichbares gibt. Wie hätte beispielsweise ein Indio in Venezuela die gleiche Wohnung eingerichtet? Das hätte mich schon mal interessiert. Wo stellt ein Indio seine Schrankwand hin? Vielleicht von der Schrankwand ganz kurz mal wieder zum Thema, Herr Thielke. Es wäre wirklich wahnsinnig nett, wenn Sie jetzt hier unser Mann im Internet sind, sowieso wären, und etwas über das, die Geschichte des deutschen Varietés raussuchen könnten, aus dem Internet praktisch. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich denke, Sie schaffen das. Und seien Sie nicht böse, aber da hinten, ich muss mal eben... Ja, Thielke, ich drück die Daumen. Okay, was ist los hier? Ja? Ja. Haben Sie was rausgefunden aus dem Internet über die Geschichte des deutschen Varietés? Ja, ich habe aber geguckt über Wohnraumveränderungen und Umzüge in der Geschichte, also in der Antike. In der Antike? Das Postamt in der Antike sah ja vollständig anders aus als heute, schon rein von der Schalteraufteilung her. Und es wurden ja auch völlig andere Materialien für den Bau, für die Erbauung des Gebäudes verwendet. Ist ja nicht wie heute, wenn man heute... Unsere Hauptpost, die besteht ja aus 90% aus einer 90% überwiegenden Stahlbetonkonstruktion mit Hartfaserplatten, Innenverblendungen und marmorisierten
Außenanstrich, also unten. Und oben? Oben, da sind ja die anderen Diensträume. Also Betriebsrat, Postamtsleiter, Sachbearbeiter für Versendungsbestimmungen, Wickelraum, Wohngruppe Mutter, Kind und der Ruheraum für erschöpfte Beamte. Ruheraum für erschöpfte Beamte. Was hat man sich darunter vorzustellen? Ist da eine Liege drin? Ja, da ist eine Liege, dann ein kleiner Tisch, Beatmungsgerät. Herr Thielke, wir sind ja schon vom Thema weg. Ganz schnell, ja, womit hat man damals gebaut? Man hat also überwiegend mit Steinen, also historischen Steinen und anderen Steinarten und steinartenähnlichen Mineralien gebaut, sofern die in ausreichendem Maße vorhanden waren. Also Schiefer, Quarzite, Schluffe, metamorphe Erstarrungsgesteine. Na gut, Herr Thielke, das ist lange, lange... Das ist sehr lange her. Also wenn man bedenkt, dass nach der Entstehung der Erde es ja noch knapp 2 Milliarden Jahre gedauert hat, bis sich die ersten Grün- und Blaualgen entwickelten. Und die Algen damals, mit denen war ja nicht viel los. Also, ich kenne es von meinem Aquarium. Eine Alge an sich ist ja auch völlig unselbstständig. Und es hat dann noch mal weitere 2,5 Milliarden Jahre gedauert, bis die ersten mehrzelligen Lebewesen erschienen. Und das kennen Sie auch bei sich im Bekanntenkreis und im Berufsumfeld. Wenn man sich da mal umsieht, also die Leute, mit denen man da zu tun hat, das sind ja meist alles Mehrzeller. Also ganz... Es ist also kaum mal jemand dabei, der irgendwie... Nicht das... Herr Thielke, woher wissen Sie das alles? Ist das alles aus dem Internet oder lesen Sie viel oder... Ich habe ja jetzt in der neuen Wohnung einen Kabelanschluss. Und dadurch habe ich natürlich mehr Kanäle... sind natürlich auch zusätzliche Kosten, also die Gebühren, die zusätzlichen, die Kanalgebühren. Was lesen Sie, was sehen Sie am liebsten? Krimi, Nachrichten, Sport? Ich sehe also gern von Tieren, über Tiere, also tropische Tiere, also über Tiere, die sich überwiegend in Afrika aufhalten. Zebras, Giraffen, Geparden. Und wenn dann so ein Löwe durch die Savanne steppt, prescht, dann... Und die Krokodile fangen an zu schwimmen, das ist... Oder Elefanten. Was mit Elefanten? Nicht nur, dass sie sehr groß sind, sie sind ja auch sehr alt. Also, sie können sehr alt sein. Also, und Elefanten verfügen auch über ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Die können sich an alles genau erinnern. Also, Elefanten können sich an Dinge erinnern, die andere Tiere längst vergessen haben. Vielen Dank, Herr Thielke. Machen wir da mal einen Schnitt vielleicht. Können Sie noch ein bisschen arbeiten oder was? Ja, prima. Herr Thielke von der Post, wir waren im Internet wieder unterwegs für Sie. Ja.